wo Hans und Rosemarie Haushofer auf ihren Flächen mit Rosenkohl, jetzt Unkraut, jäten, stand im Juni 2013 hüfthoch das Wasser. Die beiden betreiben eine kleine Biogärtnerei am Ortsrand von Niederalteich, ganz nah an der Donau. Ja, damals ist man halt zuerst einmal vor dem Nichts gestanden. Das ist so viel Öl umeinander gelaufen. Und ja, da haben wir uns dann schon Sorgen gemacht. Und hat nicht gewusst, wie es weitergeht, ob es überhaupt noch weitergeht, ob wir noch Bioanbau machen können oder ob wir praktisch aufhören müssen mit unserer Biogärtnerei. So hat es damals in Niederalteich ausgesehen. Die Dächer der Gewächshäuser sind gut zu erkennen. Jedes Gewächshaus hatte damals einen eigenen Ofen mit eigenem Öltank. Der schlimmste Schaden für die Haushofers ist in diesem Gewächshaus entstanden. Also 2013, der Hochwasserstand, sieht man da noch an der Linie, wo sie die Ölschlamm praktisch da angesetzt hat. Und da war noch ein Öltank an der Stelle ist da gestanden. Trotzdem, wenn ich da festgemacht habe, ist er auch umgekippt. Es ist eine geringe Menge Öl ausgelaufen. Das Schlimmste war das Öl, was von anderen Häusern in der Nachbarschaft hergekommen ist und durchgelaufen ist und sich dann im Boden festgesetzt hat. Ausgelaufenes Heizöl, wie hier an den schillernden Schlieren zu sehen, ist bei Hochwasser immer wieder ein Problem. Häuser, in deren Mauern es sich festgesetzt hat, müssen oft sogar abgerissen werden. Denn aus den Mauern ist das Öl fast nicht herauszubekommen. Die Haushofers haben den vermeintlich total ölverseuchten Boden aus dem Gewächshaus damals untersuchen lassen. 6 Wochen nach dem Hochwasser und im folgenden Winter. Bei der Erstbeprobung war die Kohlenwasserstoffbelastung ziemlich hoch. Bei der Nachprobung dann ist es unter der Nachweisgrenze gewesen, beziehungsweise bloß noch ganz gering, sodass das überhaupt keine Bedeutung mehr gespielt hat. Also wir haben dann ganz normal wieder weiter wirtschaften dürfen. Und wir waren dann wirklich so erstaunt, dass sich das so entwickelt hat. Ja. Und ein Herr vom Amt für Landwirtschaft hat dann zu mir gesagt, ja, sie haben ja Millionen von Helfern. Also diese Bodenbakterien, die waren so aktiv, die haben dieses Öl zersetzt. Also wie ein Wunder ist das. Ein paar hundert Meter weiter auf diesem Feld eines Nachbarn, auf dem jetzt Kleegras wächst, stand bei der Überschwemmung im Juni 2013 das Wasser 3 Meter hoch. Kurze Zeit später sah es hier wie vielerorts nach der Flut aus. Die oberste Bodenschicht hart wie Beton und rissig durch die große Hitze nach dem Wasser. Roswitha Walter von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat im Herbst nach der Flut die Flächen begutachtet. Sie ist Expertin für Regenwürmer. Landwirte hatten, als das Wasser wieder weg war, tote Regenwürmer auf ihren Feldern gefunden, waren besorgt und wollten wissen, wie es denen unter der Erde geht. Roswitha Walter hat damals viel gegraben. Und das Ergebnis war erstaunlich. Die Erkenntnis war, dass die überfluteten Äcker, wir da eigentlich so viel Regenwürmer gefunden haben, also sowohl in der Individuenzahl, als auch wie wiegen die auch, die Biomasse und in der Artenvielfalt, als auf den nicht überfluteten Flächen. Also Regenwürmer haben viele Strategien, sowas zu überdauern. Die können tiefer runtergehen, die können in den Sommerschlaf gehen sozusagen, ihren Stoffwechsel drosseln. Und dann werden, weil Regenwürmer sind im Frühjahr und Herbst aktiv, sie können auch den Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Also sie haben verschiedene Strategien, das zu überdauern. Und deshalb hat auch der dünne Ölfilm auf den Feldern den Regenwürmern nicht geschadet. Außerdem sind die Landwirte aktiv geworden. Die haben diese Fläche oberflächennah vertikutiert, um Sauerstoff reinzubringen und die mikrobielle Aktivität anzuregen. Und dass im Herbst eigentlich, wenn die Regenwürmer wieder aus ihrem Sommerschlaf rauskommen, wieder aktiv wurden, diese schon abgebaut war. Die Haushofers konnten ihre Biogärtnerei 2014, im Jahr nach dem Hochwasser, weiter betreiben wie bisher. Ja, es hat sich besser entwickelt, wie wir gedacht haben. Also die Ängste waren umsonst. Ja, das Bodenleben hat sich regeneriert und wir haben uns auch schon langsam wieder ein wenig davon. Na ja, noch neu war, gell? Denn die psychische Belastung war für das Gärtner-Ehepaar enorm gewesen. Der Boden hat sich schneller erholt als manche Menschen
in den Katastrophengebieten. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.